Welcome back in Race and Speed Shop. Endlich Sonnenschein, cooles Wetter, das Salz ist von der Straße gewaschen, wir können wieder Gas geben. Und gleich zum Beginn der neuen Saison haben wir was richtig, richtig cooles für euch ausgegraben. Und das zeigen wir euch jetzt. Jetzt gibt's richtig was auf die Augen. Das Ding ist einmalig. Da ist er, ein 71er Richard Petty NASCAR Clone. 1971 hat Plymouth diese Autos unter anderem beim NASCAR-Rennen bewegt. Richard Petty, der erfolgreichste NASCAR-Fahrer ever, aller Zeiten, wirklich bis jetzt noch ungeschlagen, ist mit so einem Auto, natürlich leider nicht mit diesem, aber mit einem, der ist dem, mit dem er gefahren ist, sehr nah nachgebaut, ist halt ein Clone. Mit so einem Auto ist er die NASCAR-Serie angefahren und ist immer vorne gefahren. Richard Petty hat fast nie verloren. Der berühmteste Wagen von Petty war natürlich ein Jahr vorher, der 70er Superbird. Quasi ein Charger mit einer verlängerten Schnauze. Vielleicht kann Alex mal irgendwie ein Bild raussuchen vom Superbird. Hinten ein riesen Spoiler, vorne eine aerodynamische Nase. Das durfte man dann aber 71 wieder nicht mehr. 71 kam dann der Roadrunner, der Satellite, der wurde umgebaut zum NASCAR. Und da sind wir hier mit diesem Clone relativ nah dran. Von der Optik auf jeden Fall eine 1 mit Mappe. Mich hat das Auto sofort total geflasht. Ich bin absoluter NASCAR-Fan. Und das war einfach so ein Ding, dass wir wollten einfach dieses Auto mal fahren und wollten es euch unbedingt vorstellen, weil das ist wirklich was ganz Besonderes. Unter der Haube steckt leider nicht der 426er Hemi, wie er damals drin war, aber auch sehr, sehr schön. Unter dieser Haube steckt ein 440er Chrysler Big Block, der, wie ihr seht, sogar noch mit Original-Fächerkrümmern verbaut ist. Relativ original der Motor. Ist aber 440 ist einfach ein 440, ist ein cooler Motor, hat einen coolen Sound und hat immer eine gute Performance. Kann man auch auftunen bis zum geht nicht mehr. Super zuverlässiger Motor. Aber genug erzählt, jetzt fahren wir, weil fahren ist eh immer cooler. Also Alex, komm, steig ein. Wir düsen eine Runde mit dem Ding. Willkommen im 71er Richard Petty NASCAR Clone. Wir haben hier alle Annehmlichkeiten, wir haben eine Servolenkung, wir haben Powerbrakes, wir haben vorne eine Scheibenbremse. Alle Annehmlichkeiten von einem normalen 71er Auto, aber halt diese NASCAR-Optik. Ich feiere das total, stehe da total drauf. Ich weiß, Alex auch, ne? Ich habe mich auf den am meisten gefreut, auf jeden Fall. Alex hat sich auf den am meisten gefreut, sagt er, okay. Super coole Karre. Ein, zwei Sachen werden wir noch ändern. Vorne hat er jetzt 2,95er Reifen drauf auf einer 10-Zoll-Felge. Ja, kann man machen. Ist aber nicht so super. Also ich sage euch ganz ehrlich, 2,95er vorne ist schon hardcore. Die vier Kugelköpfe von der Lenkung sind auch alle ausgeschlagen gewesen. Die hatten wir aber neu bestellt bei KTS. Danke an die schnelle Lieferung. Die haben wir schon neu gemacht. Klar. Du hast vorne eine 2,95er Pelle drauf. Das Ding hat ja, braucht ja so viel Kraft, dass die ganzen Kugelköpfe irgendwann nachgeben. Das heißt, die waren alle komplett ausgeschlagen. Die haben wir neu reingemacht. Wir werden die 10-Zoll-Felge gegen eine 8- oder gegen eine 7-Zoll-Felge wechseln. Das wollen wir mal gucken, was wir da draufpacken. Und dann so eine 2,45, 2,35er Bereifung. Das reicht, glaube ich, für vorne völlig aus.
Und es fährt sich einfach besser. Ist so, es fährt sich einfach besser. Es ist ein bisschen schoner fürs ganze Material. Weil es ist ein Straßenauto, es soll ein Straßenauto bleiben. Und es soll Spaß machen, auf der Straße zu fahren. Ansonsten ist es einfach eine super coole Karre. Was fehlt, ist der Kickdown-Zug. Er schaltet nicht automatisch runter. Da fehlt die Kickdown-Ansteuerung vom Getriebe. Das werden wir natürlich auch noch reinbauen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt wo die Kickdown-Ansteuerung fehlt, man kann ihn natürlich jederzeit mit der Hand runterreißen und selber schalten. Das geht natürlich immer, aber wir werden den Kickdown wieder ranbauen, damit, wenn man normal im Verkehr mitschwimmt und überholen will, man das Gaspedal durchtritt, das dann auch selber runterschaltet. Wir haben hier heute Morgen noch schnell ein Grand GT-Lenkrad reingebaut. Es war ein Holzspeichenlenkrad drin, mehr so ein bisschen truckmäßig. Fanden das ein bisschen sportlicher. Wir haben den Original Tacho, originalen Anzeigen. Ist auch alles schick. Wir werden den Lenkradshifter ausbauen und werden einen Floor-Shifter einbauen, weil es einfach ein bisschen sportlicher ist. Ich denke, wir werden auf den Binaural Redshifter wahrscheinlich gehen. Den kann man schön durchrutschen. Ist ein Verschalten relativ unmöglich. Mal gucken, B&M Redshifter oder eventuell ein Hurst-Shifter. Da müssen wir mal gucken, was wir da reinbauen. Wir haben noch 2, 3 Shifter im Shop liegen. Mal schauen, was von der Optik am besten reinpasst. Ansonsten ist hier wirklich alles noch original 71er Satellite. Es war immer ein Satellite, ist also kein Roadrunner, der hier umgebaut wurde, sondern es wurde ein Satellite umgebaut und das ist auch gut so. Weil für einen NASCAR-Clone ist es egal, ob es ein Roadrunner oder ein Satellite war. Also das ist dann wirklich egal. Es ist so, so unglaublich cool, dieses Auto zu fahren. Das macht so einen Spaß. Die Optik ist einfach super, super nice und super cool. Wenn Kinder das Auto sehen, sagen sie gleich, ey, Cars, Cars, Cars. Weil das Auto einfach aussieht wie das Auto aus Cars. Ne? Ja. Wie hier innen drin. War ich noch nicht fertig, entschuldige, ich war ein bisschen abgelenkt, weil das Auto einfach cool ist. Wir haben hier noch einen Bügel reinbauen lassen, hinter den Fahrer- und Beifahrersitz, der nach hinten abgestützt ist, für den Fall der Fälle. Und ehrlich gesagt ist es einfach nur eine Optikgeschichte gewesen, deshalb haben wir den Bügel da reinbauen lassen. Passt einfach zum Nesca und sieht einfach dementsprechend cool aus. Was wir auf jeden Fall hier noch einbauen werden, ist ein Drehzahlmesser. Habe ich immer Bock drauf, finde ich von der Optik immer super. Ich habe auch einen schönen rausgesucht, der hier optisch sehr gut reinpasst und dann ist das Auto eigentlich fertig. Es ist einfach eine coole Karre. Ich hatte ihn schon auf der Bühne, der ist von unten auch wirklich super, aber was fehlt, ihr werdet es nicht glauben, die Handbremse ist nicht angeschlossen. Ich weiß nicht, was die in den USA immer mit ihren Handbremsen machen. Die haben einfach nie irgendwo eine Handbremse angeschlossen. Unglaublich. Teile sind bestellt, warte ich gerade drauf und wenn die Teile da sind, wird die Handbremse angeschlossen. Dann werden wir den Wagen umrüsten. Ihr kennt das, Scheinwerferumrüstung, Blinkerumrüstung und. Und dann ist dieses Baby eigentlich schon fertig. Wie gesagt, Reifen, Felgen ganz wichtig, dass er ein bisschen spurgetreuer fährt und dass er vorne nicht so arbeiten muss. Dann kann man ihn vorne auch noch ein bisschen runterdrehen. Hat der Drehstabfedern, die Mopars, das kennt ihr ja bestimmt schon von unseren anderen Videos. Das heißt, er hat Drehstabfedern, kann ich nämlich vorne, links und rechts kann man die Drehstäbe einstellen. Dadurch kann man den Wagen tiefer oder höher machen. Haben wir, glaube ich, beim Chrysler Kombi gezeigt. Ja. Einfach mal in die Bios gucken. Das Video von dem Long Roof Kombi aufsuchen. Da haben wir es gezeigt. Und wenn ihr schon dabei seid, bitte den Kanal abonnieren, das wäre super. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu unserer Teststrecke, wo wir die Draggy-Zeiten immer ermitteln, weil wir wollen natürlich hier von dem Satellite Baby auch die Draggy-Zeiten ermessen. Und das tun wir gleich. So, der Draggy ist aktiviert. Wir fahren jetzt einmal in D, wie wir es immer machen. Erschreckt euch nicht, hier ist jetzt leider kein Kickdown angeschlossen. Er schaltet sehr, sehr früh, schaltet wie ein Gummiband, aber wir machen es einfach mal. Bist du soweit, Alex? Die D-Startung, die D-Messung startet jetzt. Hey! Und dann kommt gar nichts mehr.
Okay, gefühlt. Ich hätte die Reifen nicht so lange durchdrehen lassen sollen. Also ich hätte die Beschleunigung ein bisschen rausnehmen sollen. Oh, haben wir. Haben wir? Haben wir. 18,86. Wie viel? 18,86. 18,86, das ist ja quasi wie der Panel Truck. Ja. So, Ladies and Gentlemen, das war ja mal gar nichts. Ich versuche mal den Wagen nicht so lange durchzudrehen zu lassen. Bist du soweit, Alex? Ich bin soweit. Das geht einfach nicht, wenn er nicht runterschaltet. Dann ist er einfach sowas von extrem langsam in der Beschleunigung. Ja! Draggy Time geschaltet. Fühlt sich schon besser an. Ja, absolut. Das war die geschaltete Draggy-Zeit, also da merkt man wirklich einen Unterschied. Das ist auch du merkst es beim Fahren schon, ne Alex? Ja. Das ist wirklich ein Unterschied Tag und Nacht. Ja, ja. Wir haben von 0 auf 60, obwohl die Räder wieder sehr lange durchgedreht haben. Es sind 2,95 hinten drauf, trotzdem drehen die ewig lange durch. Haben wir 0 auf 60, 4,32, schon mal ein Riesenunterschied. 0 auf 100, 8,9. Die Achtelmeile in 10,6 und die Viertelmeile in 16,5. Keine schlechten Werte. Das ist echt ein Riesenunterschied zwischen geschaltet und ungeschaltet. Klar, kein Kickdown angeschlossen. Das Getriebe zieht die Gänge nicht so richtig hoch und schaltet viel zu früh. Aber wenn man ihn schaltet, ist es schon sehr, sehr witzig in dem Auto. Echt jetzt. Also cooles Gimmick dieser Draggy. Es macht echt Spaß. Und coole Karre. Ja. Yeah. Sehr gut. Also ab nach Hause in den Speedshop. Ich habe gerade bei den Draggy-Zeiten gemerkt, ich bin der Meinung, dass er oben rum ein bisschen mager läuft. Jetzt aber nicht genug Sprit kriegt. Ich habe gerade eine andere Benzinpumpe eingebaut, weil die drin war, die war leider defekt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er vielleicht mit der nicht genug Sprit kriegt. Wir fahren jetzt in den Speedshop, dann nehmen wir mal eine Kerze raus und gucken uns mal das Brennbild der Kerze an, ob der Motor vielleicht ein bisschen zu mager läuft. So, das ist so mein grobes Gefühl. Aber gleich wissen wir mehr. So, wir haben die Kerzen rausgeschraubt. Sie sehen gut aus, sind schön rehbraun, so wie sie sein sollen. Wir drehen jetzt die Kerzen wieder rein, dann einmal Zündung nochmal mit der Pistole kontrollieren, wo die Zündung überhaupt steht. Und dann werden wir nochmal eine Grundeinstellung am Vergaser machen. Dann schauen wir nochmal, wie er danach läuft. Habt ihr erstmal Spaß, habt einen schönen Samstag. Wetter ist hervorragend, also geht raus, verbrennt Sprit, lasst eure Autos mal ein bisschen laufen, dass der Winterstaub da mal ein bisschen runterkommt. Habt viel Spaß, ein schönes Wochenende. Nicht vergessen bitte, Kanal abonnieren. Dann seht ihr die nächsten coolen Kisten, die wir haben, weil der Alex darf sich jetzt nicht umdrehen, aber hinter ihm steht schon wieder das nächste coole Ding und den gibt es demnächst auf die Augen. Stimmt, Alex? Jo. Jetzt erstmal schönes Wochenende. Kanal abonnieren nicht vergessen. Bleibt dran, wir sind raus. Bis dann.